Das eine und das andere, um nicht zu sagen eh alles, ist ja schon in den Medien gestanden. Aber wir versuchen Sie trotzdem so bestmöglich zu informieren. Zunächst einmal vielleicht gleich die Fakten. Die Kunsthalle Wien, die derzeit ein Verein ist, soll künftig hin umgestaltet werden in eine GmbH, die im Eigentum der Stadt Wien steht. Die Kunsthalle Wien als neue GmbH wird auch getrennt von dem sehr wichtigen Bereich der Kunst im öffentlichen Raum. Dieses wird künftig auch als eine eigenständige, im städtischen Eigentum befindliche GmbH konstruiert werden. Für diese jeweiligen neuen Gesellschaften wird es auch personell neu zusammengesetzte Organe geben, also für die Kunsthalle Wien einen neuen Aufsichtsrat, und auch die Geschäftsführung wird zumindest interimistisch bis Ende März neu besetzt werden. Die Personen kann ich Ihnen dann gleich noch vorstellen. Der bisherige Geschäftsführer oder der Geschäftsführer der Kunsthalle Wien, Dr. Gerald Matt, wird dienstfrei gestellt bis 31. März. Es wird zudem von der neuen Gesellschaft eine Ausschreibung einer kaufmännischen Geschäftsführung geben, sodass dort künftighin auch im Vier-Augen-Prinzip wirken wird. Die zukünftige, wird eine eigene zusätzliche externe Expertise zur unabhängigen Klärung aller relevanten Vorwürfe beauftragen, und wir werden zu guter Letzt auch eine Ausarbeitung von Corporate Governance Richtlinien machen, die dann für alle Kunst- und Kulturvereinigungen und Institutionen in Wien gelten sollen, jedenfalls die, die von der Stadt eine Subvention bekommen. Ich möchte gerne mich bedanken und Ihnen auch gleichzeitig vorstellen, die beiden Persönlichkeiten, die hier links und rechts von uns sitzen. Die Frau Rektorin der Veterinärmedizinischen Universität, Dr. Sonja Hammerschmidt, hat sich freundlicherweise bereit erklärt, diese Aufgabe zu übernehmen. Den Dr. Tate kennen Sie als Kulturberichterstatterin und Berichterstatter vielleicht schon länger. Er ist derzeit Geschäftsführer des Kunsthauses Wien. Und ich bedanke mich auch bei ihm, dass er neben seinen anderen Tätigkeiten sich auch für diese 3 Monate künftighin als künftiger interimistischer Geschäftsführer der künftigen GmbH, muss man immer noch alles dazu sagen, das leiten wird. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute sitzen, weil für uns damit eine lange Phase von Unannehmlichkeiten, glaube ich einmal vorläufig und hoffentlich auch für alle Zukunft beendet ist, wo es wirklich darum geht, und das ist unser gemeinsames Anliegen, sicherzustellen, dass die Kunsthalle in Zukunft gut arbeiten kann, künstlerisch gut arbeiten kann, auch im Sinne der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gut arbeiten kann und vor allem im Sinne der Wiener Kulturszene, und dass auch wir endlich wieder dazu kommen, die vielen Dinge, die wir gemeinsam vorhaben, im Bereich der Wiener Kulturpolitik gemeinsam auch umzusetzen. Es ist bekannt, dass ja die Umwandlung in der GmbH vom Controller bereits 2002 gefordert wurde. Ich freue mich sehr, dass das jetzt geschieht. Ich glaube, dass es bei einer Institution in dieser Größe sicherlich die beste Rechtsform ist, auch was die Haftungsfragen betrifft. Seit bekannt werden da Vorwürfe gegen den derzeitigen Kunsthallendirektor. Vor mehreren Monaten haben wir immer auf eine rasche Prüfung und allfällige Konsequenzen gedrängt. Was die strafrechtlichen Vorwürfe betrifft, habe ich auch immer gesagt, dass für uns selbstverständlich die Unschuldsvermutung gilt. Da diese Dinge haben die Gerichte zu klären. Wir können das nicht beeinflussen, wir wollen das nicht beeinflussen. Wir können auch die Zeitpläne hier nicht beeinflussen. Was aber ich von Anfang an klar gemacht habe, ist, dass es uns nicht nur um strafrechtliche Angelegenheiten geht, sondern dass es Aufgabe der Kulturpolitik ist, hier auch kulturpolitische Mindeststandards zu setzen,
was die Frage der Leitung doch sehr, sehr großer, sehr, sehr relevanter Institutionen in Wien betrifft. Dies betrifft aus unserer Sicht jetzt nicht nur die Person Gerald Matt, sondern es betrifft auch die Gebarung des bisherigen Vereins Kunsthalle als Subventionsnehmer, der ja von sich aus selbst gesagt hat, und das ist ja unstrittig, dass hier Dinge erlaubt wurden, nämlich vor allem die Nutzung von Ressourcen der Kunsthalle für Nebengeschäfte, die erlaubt wurden, das ist unstrittig, in einem Ausmaß, die wir als Grüne für kulturpolitisch eigentlich nicht verträglich halten und wo sich in öffentlichen Äußerungen der Verein Kunsthalle in manchen Dingen eher als ein Verein der Freunde Gerald Matz und nicht als Kontrollorgan im öffentlichen Interesse verstanden hat. Also auch ich erwähne hier auch in diesem Zusammenhang die jüngsten unserer Meinung nach wirklich absurden Vorwürfe gegen meinen Kollegen Wolfgang Zingel betreffend Datenklau oder diese Einladungen nach Miami Beach. Es ist ein bisschen lustig, auch ich und wahrscheinlich auch der Herr Stadtrat kriegen immer wieder zahllose Einladungen, die wir selbstverständlich nicht annehmen. Daraus einen Vorwurf zu konstruieren ist absurd. Es ist auch ein bisschen lustig, dass der Direktor Gerald Matt genau jetzt dort weilt, nämlich in Miami Beach. Hier wird auch, glaube ich, zu prüfen sein in Zukunft, ob hier Kultursubventionen zur Bezahlung von Anwaltskosten geflossen sind, einer Kanzlei Genf, die sollten solche Subventionen, dafür öffentliche Gelder geflossen sein, dann wird auch zu prüfen sein, ob das den Subventionsbedingungen der Stadt Wien entspricht. All diese Dinge und nicht zuletzt die letzten, meiner Meinung nach wirklich atemberaubenden Vorwürfe, die hier geäußert wurden, auch mit eidesstattlichen Erklärungen, haben dazu geführt, dass ich die Entscheidung getroffen habe, dass wir jetzt die Notbremse ziehen müssen. Wir haben im Oktober angekündigt, dass wir einer Subvention für diesen Verein Kunsthalle nicht mehr zustimmen werden und dass eine Suspendierung von Gerald Matt notwendig ist, um diese Vorwürfe klären zu können. Und ich betone hier noch einmal, dass es hier nicht um die strafrechtlich relevanten Dinge geht, sondern auch zum Beispiel um Fragen, wie wird mit Mitarbeiterinnen umgegangen, wie wird mit der Kunst an und für sich umgegangen, wie wird öffentlich kommuniziert, ist das im Sinne der Stadt. Und wir sind der Meinung, dass wir der Wiener Bevölkerung, den Steuerzahlern und Steuerzahlerinnen, diesen Kunsthallendirektor nicht mehr zumuten können. In diesem Sinn wird die Stadt als künftige Eigentümerin auch den zukünftigen Aufsichtsrat beauftragen und auch mit allen notwendigen Ressourcen ausstatten, die für seine eingehende Prüfung notwendig sind, die nicht nur die strafrechtlich relevanten Tatbestände, sondern auch die Frage des kulturpolitischen Auftrags, die Erfüllung der Subventionsbedingungen der Kulturabteilung der Stadt Wien und auch natürlich Fragen der guten Unternehmensführung umfassen wird. Wir sind daher sehr glücklich mit der interimistischen Geschäftsführung, den künftigen Aufsichtsratmitgliedern, glaube ich, ein unbestritten kompetentes Team gefunden zu haben. Und abschließend sage ich da natürlich, die Grünen sind in dieser Stadt, in dieser Regierung angetreten, um für politische Sauberkeit, für Transparenz, für verantwortungsvollen Umgang mit Steuergeldern zu sorgen.